Herzlich willkommen zum Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs 2022. Ich freue mich riesig, dass ihr da sind, die 16 besten Vorleserinnen und Vorleser Deutschlands. Und das ist unsere Jury. Herzlich willkommen. Also muss man dich immer noch regelmäßig dran erinnern, tatsächlich? Ich glaube schon. Also kurze Erinnerung, du bist tatsächlich die beste Vorleserin 2021. Hast du denn vielleicht noch hier ein paar Tipps für die heutigen Finalistinnen und Finalisten? Die wären dir bestimmt sehr dankbar. Ja, also seid nicht zu nervös, denn sobald ihr anfangt zu lesen, seid ihr einfach drinne und dann hält euch einfach nichts mehr auf. Ja, das Hauptkriterium ist zum Beispiel nicht, ob sich jemand verspricht, das kann man schon mal ausschließen. Das Hauptkriterium für mich ist eigentlich, ob die Atmosphäre, die in dem Buch wichtig ist, durch den oder die Vorleser, Vorleserin wiedergespiegelt wird. Also, dass man auch als Jurymitglied denkt, oh, ich könnte mir jetzt hier so vorlesen lassen, so schön ist das alles. Das ist eigentlich so für mich das Hauptkriterium, dass diese Stimmung des Buches richtig schön rüberkommt. Auf der einen Seite erstmal Respekt. Respekt einfach, wie weit ihr hier gekommen seid. Ihr habt einen Schulentscheid hinter euch, einen Kreisentscheid, Landesentscheid. Dass ihr hier im Finale seid, ist einfach nur heftig. Und es ist immer wieder ein Geschenk, euch beim Lesen zuzuhören. Und dann natürlich, hast du ja schon gesagt, wir lernen heute auch neue Bücher kennen. Und ich finde, das ist immer wieder eine Inspiration zu gucken, was man als nächstes gerne lesen möchte. Oh, was habe ich mir vorgenommen? Offen zuzuhören einfach, glaube ich. Ja. Hast du vielleicht noch Tipps für unsere Finalistinnen und Finalisten? Ich glaube, man kann es fast gar nicht besser sagen als Lucy. Nicht so aufgeregt sein, ruhig atmen und einfach Spaß an den Geschichten haben. Einfach ein bisschen nachdenken, was da jetzt kommt und sich darauf freuen. Lesen heißt durch fremde Hand träumen und das ist eigentlich so das, was, finde ich, so dahinter steht. Deswegen ist es auch toll, dass wir hier heute alle zusammenkommen, dass ihr so weit gekommen seid und ja, dass euch einfach Bücher begeistern, dass euch Texte begeistern. Ich glaube, das ist total wichtig, einfach gerade in dem jungen Alter, um halt auch ja, so seine Fantasie und seinen Horizont zu erweitern. Das geht noch lauter! Also die Stimmung ist super, Plakate sind auch da und die feiern euch heute kräftig an. Nina schluckt. Gerade noch bringt sie ein Haha, sehr witzig, geh auf die Seite heraus. Die Rampe hinaufzukommen ist Herausforderung genug. Und noch etwas bereitete ihm Sorgen. Auf der dicken Staubschicht waren seine Fußabdrücke zu erkennen. Wenn die Frau nicht mit Blindheit geschlagen war, konnte sie die kaum übersehen. Er musste dringend hier raus. Wir sind Turnschuhe. Keine Chillschuhe, keine Abhängschuhe, keine bloß keinen Waldweg benutzt und dreckig werd Schuhe. Wir sind Turnschuhe. Das hat mit Turnen zu tun, also mit Sport und mit Bewegung. Überhaupt stimmte etwas mit der Farbe nicht. Kein silberner Schimmer ging von den Pflanzen dieser Lichtung mehr aus. Nur ein kaltes, totes Grau war geblieben. Knack! Hinter ihnen! Cassie wirbelte herum. Psst! Machte Odo in der Dunkelheit. Da ertönte über ihn eine neue, helle Stimme. Herut! Herut! Was soll das bedeuten? Plaffte der Legionär. Was sagt die Kleine? Die Stimme musste zu einem Mädchen gehören. Hirsch, sagte der alte Mann keuchend. Das bedeutet Hirsch. Das war der Moment. Ich würde der ganzen Welt das Gemälde zeigen. Und wenn es gut lief, hätten sich in ein paar Minuten alle unsere Geldsorgen erledigt. Ich sah auf und ein Meer leuchtender Handys war auf mich gerichtet. Die Fotografin stand ganz vorn in der Menge, bereit, diesen Moment mit ihrer Kamera für immer festzuhalten. Plötzlich dämmerte es mir. Ihr glaubt, ich habe das Feuer gelegt, sagte ich. Hast du? Fragte meine Mutter leise. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Kopf gleich platzen. Seid ihr verrückt? Rief ich und sprang so schnell vom Stuhl auf, dass er krachend nach hinten fiel. Schon nach ein paar Zügen wusste ich, dass Eulenjunge überfordert war. Ich hatte den Eindruck, er bewegte seine Figuren rein zufällig. Null Strategie, hätte José gesagt. Sie sah ihn an. Nur ihn. Nicht mehr den Baum. Nicht mehr den Sturm. Und sie stand still. Mit bebenden Flanken. Sie würde nicht mehr steigen. Sie würde ihn nicht verletzen. Sie vertraute ihm. Mensch, hell, das wird schon wieder.
versuche ich, sie aufzumuntern. Nova verschwindet im Bad. Manchmal, flüstert Hay, als Nova die Tür hinter sich geschlossen hat, habe ich das Gefühl, ich habe zwei Personen mit drin und ich kann sie nicht kontrollieren. Oder gab es da einen Winkel, in den meine Finger nicht reichten? Der Brief ist weg, sie lachte. Aber klar doch, war das nicht Sinn der Sache? Was? Ich zog meine Finger raus. Grüngrauer Staub bedeckte sie und ließ sie plötzlich wie Leichenfinger aussehen. In diesem Moment hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, meine Identität zu verlieren. Ich fühlte mich nicht mehr wie ich selbst. Die Frauen um mich herum drängten sich dichter zusammen und schlotterten vor Angst und Kälte. Wie kann man so aussehen und trotzdem noch am Leben sein? Nicht nur Kirstins Stimme, auch der Rest von ihr wirkte eckig. Angefangen beim Namen. Kirstin. Eindeutig viereckig, genau wie ihr Gesicht und ihr Körper, die eigentlich normal rund waren. Sogar etwas runder als bei mir. Deswegen macht das mit dem Eckigen überhaupt keinen Sinn. Wie konnte jemand gleichzeitig rund und eckig sein? Immer war ich nervös, ängstlich und verstört. Ich konnte erst keine einzelnen Worte verstehen. Da war nur Lärm. Knistern, klirren, knacken, schmatzen, klopfen, klatschen, knallen, rumpeln, brechen, quäken, ächzen, stöhnen. Sowas eben. Das war einer dieser Momente, in denen ich mir wünschte, ich wäre mutiger und selbstbewusster. Eines von diesen Mädchen, die sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Aber das war ich nicht. Ich hatte schreckliche Angst. Ich hatte Angst, dass Yvette mir nicht glauben und mir niemals verzeihen würde. Schwarze Rosen, murmelte ich stirnrunzelnd. Symbole des Todes, ein böses Omen. Sie legte eine Rose auf jedes Grab. Beim letzten Olivers legte sie eine kurze Pause ein. Dann steckte sie die Rose mit zitternder Hand wieder ein. Gewonnen hat den diesjährigen Vorlesewettbewerb Ada Grossmann aus Bayern. Ada, herzlichen Glückwunsch! Oh. Schau mal, ich nehme dir das mal ab. Wow! Ada, herzlichen Glückwunsch! Guck mal, das ist deine Urkunde, dass du gewonnen hast. Cole, wir können es alle kaum erwarten, etwas von dir über dein Gemälde zu erfahren. Verrate uns doch zunächst einmal den Titel deines neuen Meisterwerks. Es heißt Fangen, sagte ich mit zittriger Stimme. Aus der Menge ertönte ein Oh, und weiterer Beifall erklang. Ich schaute zu Mom hinüber, die Mabel auf dem Arm hatte. Und kannst du uns erzählen, fuhr Marika fort, was dich zu Fangen inspiriert hat, Cole? Ich hielt einen Moment inne und überlegte, was ich sagen sollte. Was wollten all diese kunstinteressierten Menschen wohl von mir hören? Also Fangen handelt von, es geht um Familie und, ich entdeckte Mason, der mich aufmunternd angrinste. Freundschaft. Marika nickte enthusiastisch. Und der Titel, Cole, Fangen, möchtest du erklären, was er bedeutet? Ich schätze, es ist wie das Spiel, sagte ich langsam. Marika nickte wieder, also redete ich weiter. Um Fangen zu spielen, braucht man zwei Leute. Genau wie man seine Freunde und Familie in diesem verrückten Spiel des Lebens braucht. Ein lautes Ah kam von der Menge und wieder ertönte Applaus. Wunderbar, sagte Marika. Vielen Dank, Cole. Und nun gebe ich das Mikrofon wieder zurück. Viel Spaß bei der Auktion. Ich atmete tief durch. Was für ein ausgemachter Blödsinn, aber es schien gut gelaufen zu sein. Marika und ich stellten uns neben dem Gemälde auf und die Auktionsleiterin kehrte an das Mikrofon zurück. Also gut, ich bin mir sicher, dass Sie alle sehnsüchtig darauf warten, Fangen mit eigenen Augen zu sehen und natürlich mit dem Bieten zu beginnen, sagte sie. Cole, möchtest du dein Bild nach dem Countdown enthüllen? Ich trat auf die Wand zu und griff nach dem Rand des schwarzen Stoffes. Das war der Moment. Ich würde der ganzen Welt das Gemälde zeigen und wenn es gut lief, hätten sich in ein paar Minuten alle unsere Geldsorgen erledigt. Ich sah auf und ein Meer leuchtender Handys war auf mich gerichtet.
Die Fotografin stand ganz vorn in der Menge, bereit, diesen Moment mit ihrer Kamera für immer festzuhalten. »Meine Damen und Herren, bekommen wir einen Countdown?« rief die Auktionatorin. »Drei, zwei, eins«, rief das Publikum. Ich zog an dem Tuch und Fangen von Cole Miller war für alle Welt zu sehen. Die Menge atmete einmal laut ein, dann herrschte Stille. Sind das Freudentränen, die ich da sogar sehe? Wie cool, was für ein toller Pokal. Ada, du hast es geschafft und die Lippen zittern und die Augen, die fangen, werden gleich schon ganz feucht. Hast du damit gerechnet? Nein. Überhaupt nicht? Okay, also wie wir alle von Lucy wissen, es wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis du es realisierst. Herzlichen Glückwunsch, du bist die beste Vorleserin Deutschlands 2022. So, und wir feiern jetzt hier noch weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Vorlesewettbewerb 2022. Tschüss. Und jetzt dürft ihr alle winken.